Das kenne ich noch von der Kindheit, aber ich durfte das nie haben. Auf einmal sehe ich so einen Klumpen voller Kaugummi und dann musste mir das Haar irgendwie abschneiden, ey. Alter! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem neuen Video. Das ist mein fünftes YouTube-Video. Heute teste ich die Kindheitssüßigkeiten von meiner Kindheit sozusagen. Also vor ein paar Jahren. Und ja, ich zeige euch einzeln die Produkte und dann blende ich hier ein Bild ein und hier den Preis. Und ja, dann fangen wir sofort an. Ich habe hier einmal die Hitchler Schnüre. Hier habe ich einmal Monster Esspapier. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Dinger nicht. Also ich kenne nur die normalen Esspapiere. Ich zeige euch die mal hier. Oder halt die mit den Euroscheinen. Die kannte ich auch noch, aber die kenne ich nicht. Ich habe hier einmal Juicy Drop Pop. Das kenne ich noch von der Kindheit, aber ich durfte das nie haben. Hier habe ich einmal Mini Fire Pump. Pump, Pump, keine Ahnung. Hier habe ich einmal Double Dip. Das ist das Beste überhaupt, ohne Witz. Hier habe ich einmal Brainsucker. Das ist von Wunderball. Steht auch hier drauf, Wunderball. Aber das kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Wunderball. Und jetzt haben wir auch Wunderball nur im Stiel. Früher hatten wir das richtig so, das war so groß ungefähr. Das kenne ich auch noch. Hier haben wir Spaghetti Gum. Das war auch richtig geil, Alter. Das kennt einfach jeder jetzt. Ahoi Brausepulver. Ganz ehrlich, wer hat diese Brausepulver als Getränk gemacht? Niemand, glaube ich. Jeder hat es einfach so geäxt, ohne Witz. Hier haben wir Hubba Bubba Kaugummi. Das hatte ich auch noch. Aber ich glaube, ich hatte dieses Kirsche, dieses dunkelrote. Das war auch richtig geil. Und dann eines Tages, als ich am Schlafen war, gucke ich so mein Haar. Ich so, hä, warum ist das hier so härter, ne? Auf einmal sehe ich so einen Klumpen voller Kaugummi. Und dann musste mir das Haar irgendwie abschneiden, ne? Traubenzuckerlollis. Das kenne ich aber ganz ehrlich von der Apotheke oder so oder vom Arzt. Also ich habe das nie selbst so einfach gekauft oder halt bekommen. Das nächste Produkt kenne ich auch. Das hatte ich aber auch sehr selten. Das ist einmal Dreh und Trink. Aber ich habe das meistens immer in Rot gekauft. Mal gucken, wie das schmeckt. Aber ich glaube, das schmeckt einfach nur nach Zuckerwasser, ey. Das ist das letzte Produkt. Das hatte ich auch früher. Pets. Das kennt auch, glaube ich, jeder. Aber diese Figuren habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich will ja einfach nur gucken, wie das schmeckt. Ich werde auch jedes Produkt bewerten. Von 1 bis 10. Fange mit Monster Esspapier an. Es geht. Für die Monster-Esspapier gebe ich so eine 6 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit Hitchler Schnüre. Alles klar. Ja, das schmeckt geil. So. Für die Hitchler-Schnüre gebe ich 9 von 10 Punkten. Als nächstes mache ich weiter mit den Traubenzuckerlollis. Ich glaube, die schmecken auch richtig geil. Die schmecken auch mega gut. Für die Traubenzuckerlollis gebe ich 8 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Hubba Bubba Himbeere. Mal gucken, wie der schmeckt. Ach, da muss man hier so aufreißen. Ne? So, mal gucken, ob der schmeckt. Der schmeckt irgendwie so richtig mehlig und der schmeckt irgendwie gar nicht nach Himbeere. Für Hubba Bubba Himbeere Kaugummi gebe ich 4 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit Mini Fire Pump.
Das ist mir zu sauer. Der schmeckt zwar gut, aber der ist mir irgendwie zu sauer. Deshalb gebe ich für Mini Fire Pump so eine 5 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit Brain Sucker. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Für den Brain Sucker gebe ich 7 von 10 Punkten. Jetzt mache ich mit Juicy Drop Pop. Ey, das habe ich immer in der Werbung gesehen. Und ich wollte es immer haben, aber ich habe das irgendwie nie bekommen. Das ist so ein Teil hier, so ein Lolli. Und hier ist irgendwie, keine Ahnung, das Sirup. Und dann machst du das einfach hier drauf. Alter! Der ist richtig sauer. Egal. Ich weiß nicht, wie Kinder das essen, Alter. Aber schmeckt mega gut. Für den Juicy Drop Pop gebe ich auch 7 von 10 Punkten. Jetzt mache ich mit Ahoi Brause, Brausepulver weiter. Schreibt mir in die Kommentare, welche Sorte eure Lieblingssorte ist. Meine war immer Waldmeister. Ja. Ich glaube, ich habe nur saure Süßigkeiten genommen. Wie Ahoi Brause Brausepulver gebe ich so eine 8 von 10 Punkten. Kommen wir weiter mit meinem Lieblingsprodukt. Double Dip. Das ist so ein Stiel. Und hier ist einmal Kirschpulver und Orangenpulver. Ja. Ja, Mann, das schmeckt richtig geil. Für den Double Dip gebe ich 10 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit dem Getränk. Dreh und Trink. Mal gucken, wie der schmeckt. Ich glaube, der schmeckt einfach nur nach Zuckerwasser. Okay, tschüss! Schmeckt einfach nach nichts, Alter. Ich gebe für Dreh und Trink so eine 5 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit Pets. Ich probiere die Sorte Kirsche. Mega geil. Für die Pets gebe ich 10 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Spaghetti Gum. Die in Erinnerung, dass sie lecker geschmeckt haben. Die schmecken wie diese Kaugummi-Zahnpastatuben. Ich blende euch hier ein Bild ein. Die schmecken mega geil. Für die Spaghetti-Gum gebe ich 10 von 10 Punkten. Das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonnieren könnt ihr mich auch. Nö. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.